Heimatschmankerl, so schmeckt das Allgäu. Wird Ihnen präsentiert vom Allgäuer Brauhaus und der Allgäuer Küchenwelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Heimatschmankerl, so schmeckt das Allgäu. Schön, dass Sie wieder dabei sind, liebe Zuschauer, hier in Durach in der Allgäuer Küchenwelt. Und ich hoffe, ich gehe davon aus, dass Sie wieder viel Hunger und Appetit mitgebracht haben auf ein neues Rezept. Wir kochen wieder mit Bier vom Allgäuer Brauhaus. Und wenn Sie die letzte Sendung verfolgt haben, wovon ich natürlich ausgehe, dann wissen Sie, dass ich das letzte Mal schon eine Köchin bei mir begrüßen durfte. Und ich freue mich heute wieder über geballte Frauenpower am Herd. Heute ist bei mir Susanne Zinner vom Wilde Männle in Oberstdorf. Herzlich willkommen, Susanne. Hallo. Susanne, lass uns ein bisschen über das Wilde Männle in Oberstdorf sprechen. Du hast es zusammen mit deinem Mann Christian. Was macht euch aus? Ihr seid eine Brauereigaststätte. Ja, also wir sind Brauereigaststätte vom Allgäuer Brauhaus. Wir sind wirklich bodenständige Wirtschaft, also nicht Shishi und nicht Fein und nicht, sondern wirklich Brauereigasthof, haben auch bodenständige bayerische Allgäuer Küche. Mhm. Ja, und dafür sind wir eigentlich bekannt und beliebt. Es gab mal Anfang der 90er eine Serie mit Uschi Glas und Elmar Wepper, die hieß Zwei Münchner in Hamburg. Wenn man eine Serie über dich machen würde, dann hieß es Eine Münchnerin in Oberstdorf. Du kommst ursprünglich aus Oberbayern, aus Gräfelfing bei München. Inwieweit fließt denn deine Heimat, deine kulinarische Heimat auch in eure Karte mit ein? Also bei uns gibt es zum Beispiel jeden Tag frische Haxen, es gibt jeden Tag frische Ente, Blaukraut, Knödel. Also wir haben den Krautsalat bei uns auf der Karte, was so, ja, so klassisch münchnerisch ist. Und wird von den Gästen auch angenommen? Ja, total. Lieben sie. Die Haxen und die Enten sind, ja, aber auch die Kischbätzle aus dem Allgäu. Ohne die geht es nirgendwo. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Wer sind denn eure Gäste? Sind es überwiegend Urlauber? Sind es Einheimische? Also es ist ganz gemischt. Wir haben natürlich sehr viel Urlauber bei uns, aber wir haben auch viel Stammgäste, die auch zum Teil Urlauber sind. Aber das Allgäu ist ja sehr schön. Und es kommen ja viele, die hier Ferienwohnungen haben oder hier ganz oft in Urlaub kommen und die sich dann immer wieder bei uns verirren. Verirren und sich wohlfühlen. Ja. Genau. Ich bin total froh, dass du dich heute hierher verirrt hast, dass wir zusammen kochen. Welches Rezept hast du uns mitgebracht? Also ich habe gedacht, ich mache mal eine Vorspeise und einen Nachtisch. Mhm. Sehr schön. Es gibt eine Zwiebelsuppe, ein bisschen abgewandelt, weil wir ja das Bier mitnehmen wollen, und wir machen eine Sabayon mit Bierlikör. Das klingt sehr lecker. Mit welchem Bier vom Allgäuer Brauhaus kochst du? Also die Sabayon machen wir mit einem Bierlikör, wo ich vorher einen Bierlikör, ich habe ein Bierlikör gemacht, Entschuldigung, aus Dunkelbier. Ja. Vom Allgäuer Brauhaus, und damit wird die Sabayon gemacht eben. Und dazu gibt es Apfelküchel, die ich in einem Bierteig ausbacke. Dafür nehmen wir den Weizen. Mhm. Und in die Zwiebelsuppe kommt der Steinbock, also das Bockbier. Also fast das totale, volle Allgäuer Brauhaus-Repertoire kommt heute bei uns zum Einsatz. Wundervoll. Womit fangen wir an? Also da die Zwiebelsuppe einfach am längsten dauert, weil die Zwiebel sehr lange dünsten sollte, damit sie ihren Geschmack am besten entfaltet und das Süßliche rauskommt, fangen wir mit der Zwiebelsuppe an. Dann machen wir das. Grundsätzlich bei der Zwiebelsuppe, die Gourmet-Küche würde jetzt die Zwiebel nehmen und 4 Stunden dünsten. Die Zeit haben wir nicht. Haben wir nicht, hat auch die Hausfrau daheim ehrlich gesagt in den seltensten Fällen. Man möchte ja auch nicht aufstehen und schon morgens mit den Zwiebeln anfangen. Ja. Das will man ja auch nicht, damit es mittags fertig ist. Deswegen helfen wir ein bisschen nach. Wir tricksen. Wir nehmen Puderzucker, tun da den Topfboden gut mit bedecken. Ja. Damit es dann karamellisiert? Ja. Ja. Genau. Das heißt, durchs Karamellisieren kommt eine bestimmte Süße in die Suppe, oder warum machst du das? Durch den Zucker kommt die ein bisschen Süße, aber das Karamell nimmt wieder dieses Zuckrige, also das unterstützt einfach die Zwiebel.
unterstützt die Zwiebel? Weil die Zwiebel, wenn man sie lang genug dünstet, kriegt ja so eine Eigensüße. Mhm. Und deswegen, umso länger die dünstet, umso mehr kommt die Süße der Zwiebel raus. Ah, okay. Und da man eben ja einfach nicht die Zeit hat, sich 4 Stunden hinzustellen, ein Herr Witzigmann würde mich jetzt vierteilen wahrscheinlich, der sagt, nein, das muss so passieren. Aber ja, wir sind nicht Witzigmann. Der Herr Witzigmann lässt 4 Stunden am Herd stehen. Das ist der Unterschied. Und das ist einfach, ja. Kann man mit dem Puderzucker und wenn man den ein bisschen karamellisieren lässt, das Ganze gut unterstützen. Ich nehme für die Zwiebelsuppe die ganz ordinäre Gemüsezwiebel. Ja, da würde ich gerne mal einhaken, weil es gibt ja, also es gibt ja Gemüsezwiebel, weiße Zwiebel, rote Zwiebel, Lauchzwiebel, Perlzwiebeln. Worin unterscheiden die sich denn? Ist es nur der Geschmack oder? Es ist schon der Geschmack. Die Schalotte ist eine ganz feine Zwiebel zum Beispiel. Die rote Zwiebel ist noch ein bisschen süßlicher, passt jetzt aber nicht so in die Zwiebelsuppe von der Farbe her. Die Gemüsezwiebel ist eine sehr schmackhafte Zwiebel, kriegt auch bei dem Dünsten schön diese Süße raus. Also da kommt diese Süße schön dann hervor, wenn man die, wie gesagt, lang genug. Und jetzt müssen wir aufpassen, jetzt kommt der kritische Moment. Jetzt der kritische Moment. Du siehst, der Puderzucker fängt an zu schmelzen und hier kriegt er schon leicht Farbe und jetzt ist man immer so ein bisschen, muss man mal gucken, dass man den einen nicht verbrennen lässt und dann lieber den anderen nicht ganz. Ja, aber wenn es verbrennt, dann ist es geschmacklich dahin. Ja. Da kann man neu anfangen. Dann muss man einfach den Topf auf die Seite stellen. Und den Herrn Witzigmann anrufen und sagen, bitte übernehmen Sie. Genau. Ja. So, und wenn das so eine goldige Farbe kriegt, dann sollte man relativ schnell handeln. Ich habe die Zwiebeln vorgeschnitten, weil ich glaube, wie man Zwiebel schneidet, dürfte hinlänglich bekannt sein. Ja, haben auch schon alle zu Genüge gesehen. Jetzt muss man runtergehen mit der Temperatur. Runter, damit das Ganze nicht verbrennt. Und jetzt sieht man schon, es nimmt schon die Farbe an. Das Karamell seine Arbeit macht. Das sieht jetzt wahnsinnig viel aus, aber reduziert sich dann. Wird sehr viel weniger. Und das muss man jetzt einfach ein bisschen so dünsten lassen. Auch so ein Klassiker, Zwiebelsuppe. Oder? Ja, ist so eigentlich zum Teil komplett aus dem Gedächtnis. Ja, es ist ein Klassiker, also ein sehr leckerer Klassiker, aber wenn man ehrlich ist, wenn man sagt, wann habe ich das letzte Mal Zwiebelsuppe gegessen, das ist dann doch schon ein bisschen her. Ja. Ja? Deswegen umso schöner, dass du heute genau dieses Rezept mitgebracht hast. Ja, wir versuchen bei uns im Lokal auch wirklich mal so Gerichte zu machen, die eigentlich von der Speisekarte, wir machen auch Allgäuer Voressen, wir machen auch mal Nieren, es gibt bei uns Leber, also wirklich auch Sachen, die so ein bisschen zu verschwinden drohen. Ja. Und man merkt auch, dass die Leute sind, mögen das. Ja. Also, die sind froh, dass sie es kriegen. Und das sind ja auch zum Beispiel so Gerichte, die Hälfte der Familie mag es und die andere Hälfte nicht. Und deswegen macht man es daheim nicht. Und dann ist die Hälfte, wenn sie dann bei uns sind, froh, dass sie es essen können. Juhu, wir gehen ins Wilde Mendel, es gibt Nieren. Ja, aber das habt ihr nicht immer auf der Karte? Nein, okay. Da wechseln wir ab. Also wir schauen immer, dass wir eine Innerei haben. Es gibt auch mal Herz. Aber eine Innerei findet man bei uns immer auf der Karte. Ja. So, jetzt können wir wieder ein bisschen hoch mit der Temperatur gehen. Und jetzt kommt der Diätteil des Essens. Ja, das habe ich hier gelernt über alle Folgen, dass die Butter nie fehlen darf. Ja. Und ich nehme ein halbes Stück. Und ich sehe auch, du bist ganz sparsam wieder damit. Aber ohne geht's halt nicht. Nein. Ja. Woher bezieht ihr eure Produkte? Weil du gerade gesagt hast, also ihr habt immer auch Innereien bei euch auf der Karte. Habt ihr euer Fleisch aus der Region? Wir arbeiten mit Oberstdorfer Bauern zusammen.
können nicht alles, weil einfach, wir haben zum Teil bis zu 40 Haxen am Tag. Das kriegt der Oberstdorfer Bauer, so viel Schweine. Das geht nicht. Haben sie nicht. Okay. Also, aber Rind kriegen wir zum Teil vom Oberstdorfer Bauern. Und wir versuchen schon aus der Region die Sachen zu beziehen. Ja. 40 Haxen am Tag. Ja. Respekt. Und wie gesagt. Ja. Es gibt auch bei euch so einen tollen Schmankerlteller. Was ist denn da alles drauf? Ich glaube, da ist auch eine Haxe drauf. Beim Schmankerlteller haben wir eine Viertelente, ein Stück Schweinebraten und eine Viertelhaxe. Blaukraut und Knödel. Mhm. Wow. Also das heißt, derjenige oder diejenige, die das bestellen, die müssen schon ordentlichen Hunger mitbringen. Ja, wobei Oberstdorf, die kommen vom Bergsteigen, die haben Hunger. Und die haben sich das verdient. Ja, ja, genau. Die haben Kalorien verbrannt. Oder vom Mountainbiken oder wie auch immer, vom Skifahren. Gäste, die zu uns kommen. Ein leichtes Abendessen. Ja. immer wieder für uns selbst auch spannend, selbst mittags bei 30 Grad Hitze gern gegessen. Ach, was nehme ich denn heute? Ach, die Haxe. Haxe mediterran. So, jetzt braucht man einfach ein bisschen Geduld. Das muss vor sich hin köcheln. Vor sich hin ziehen. Und man muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht anbrennt. Wir haben das im Blick, Susanne. Aber dabei können wir vorbereiten für die Sabayon. Bitte. So. Für die Sabayon brauche ich 7. Das mache ich gleich in meine richtige Schüssel. Die war unten, glaube ich, oder? Ja. Dann brauchen wir nicht mehr Geschirr wie notwendig. Mhm. Dankeschön. Ja, gerne. Normalerweise versuche ich ja, meinen Köchen unterstützend mit niederen Arbeiten zu helfen. Und auch heute wäre das der Plan gewesen, aber du weißt ja, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. So ging es auch mir letzte Woche am Vatertag. Deswegen, es sieht nicht so wild aus, aber deswegen werkelst du heute alleine. Ja, und ich wurschtel mich durch. Du wurschtelst dich durch und ich unterstütze dich mit meinen Fragen. Also wir müssen jetzt einfach für die Sabayon brauche ich 7 Eigelb. Mhm. Das heißt, die Eier werden getrennt. Ja. Das Einzige, was ich dich vielleicht bitten dürfte. Selbstverständlich. Du sagst mir, ob das geht mit deiner Hand oder eben weniger. Dass du mir bei den Zwiebeln guckst. Du, und das geht. Und dir einmal so durchwurschtelst. Ja. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob wir vielleicht noch mal ein bisschen Butter dazu tun müssen. Du, wenn du mich so fragst, ich glaube, also Butter würde den Zwiebeln noch gut tun. Gell? Ja, auf jeden Fall. Wenn du mir dann noch so die Hälfte von dem, die was Hälfte da von ist. Von der Hälfte, die noch da ist. Genau. So? Ja, perfekt. Ach komm. Und rein damit. Ja, man sagt ja nicht immer hilft viel, viel, aber in dem Fall hilft viel, viel. Ja, du, es ist ja jetzt auch kein Gericht, das draufsteht, wenn es um die Bikini-Figur 2017 geht, sondern... Ist bei uns im Lokal generell ein bisschen schwierig, was für die Bikini. Wir haben zwar auch den klassischen Salat mit gebratener Putenbrust oder mit Pinienkernen, aber ansonsten sind wir eigentlich eher bekannt für die kräftige, deftige Küche. Wie ist denn das? Du hast ja 2 Söhne. Wie alt sind die? Die sind 13 und 14. 13 und 14. Das heißt, kochst du privat dann auch noch für die? Weil also Jungs haben ja immer viel Hunger, kommen von der Schule heim, wollen was zu essen haben. Oder essen die dann bei euch in der Wirtschaft automatisch mit? Ich versuche, zu Hause zu kochen. Mhm. Weil bei uns kann man sehr gut essen, aber man kann auch nicht immer Wirtschaftsessen essen. Ist jetzt einfach mal so. Ja. Die Kinder wollen auch mal Spaghetti mit Tomatensauce oder mal eine chinesische Nudelpfanne oder irgendwas anderes. Es ist immer nur Schweinebraten, Schnitzel und Haxe. Ist auf die Dauer auch nicht die Ernährung, die sich das Kind und ich als Mutter für die Kinder wünsche. Ja. Das stimmt. Das ist auf Dauer dann auch nicht so gesund.
Das muss man ja auch sagen. Ja. Das alles in Maßen, aber nicht jeden Tag. Genau. Genau. Wobei so. Die Kinder gerne unten essen. Das kann ich mir vorstellen. Das lieben sie. Wurscheln die dann auch so mit rum in der Küche? Wo sie immer helfen, ist an Weihnachten, mhm. am 24. Dezember. Da gibt es bei uns nur Weißwurst. Es gibt nichts anderes. Mhm. Weißwurst und Brezen von 10 bis 14 Uhr. Mhm. Haben da auch Musik. Ist immer ein sehr lustiger Einstieg mhm. in den Heiligen Abend. Und da hilft zum Beispiel mein Sohn mhm. und macht die Weißwurst warm und mhm. gibt die mit aus. Und der mhm. andere darf schon mal ein Glas zum Gast tragen mhm. und so. Also da sind super. Sie. Das heißt, die finden schon dabei. Geschmack an der Gastronomie. Wollen, ja. wollen die auch in die Gastronomie später? Weißt du das? Beim einen werden wir versuchen, ihn in der Gastronomie mhm. unterzubringen. Mhm. Da der Down-Syndrom hat, müssen wir mhm. gucken, inwieweit er da mhm. einfach einsatzfähig ja. ist, beziehungsweise wo sein Einsatzgebiet sein kann. Ja. Und der andere will momentan Anwalt werden. Wir lassen uns überraschen. Der ist erst in der 7. Klasse. Das kann sich durchaus noch ändern. Momentan sind wir froh, wenn er die schafft und dann sind wir weiter. Also für Anwalt muss der Fleiß noch ein bisschen wachsen. Ach, da hat er ja noch Zeit. So. Die lassen wir jetzt einfach mal stehen. Mhm. Weil die Sabayon jetzt schon aufschlagen wäre einfach zu früh. Aber wir können schon den Teig für die Apfelküche ja. machen. Was brauchst du dafür? Für die Apfelküchel brauche ich nochmal 2 Eier. Mhm. Zu früh weggeräumt. Das heißt, wenn du für deine Jungs dann daheim kochst oder auch für deinen Mann, gibt es da auch immer ein Dessert dazu oder reicht dafür dann die Zeit auch nicht? Also das Dessert ist oft der Joghurt. Mhm. Das ist ja auch lecker. Oder mein Sohn macht Nachtisch. Tatsächlich? Ja, der rührt dann irgendwie einen Früchtequark mhm. oder irgendwie was zusammen. Also die sind, oder er macht Pfannkuchen, mhm. also der kocht schon so. Ach super. Wenn wir beide unten sehr eingespannt sind, kann es mhm. sein, wir kommen rauf und es ist die Tomatensauce fertig. Und es gibt Nudeln mit Tomatensauce, wo wir dann total glücklich sind. Jetzt werden die Eltern zu Hause sitzen und sagen, oh, das will ich auch. Kann ich mir den Sohn ausleihen? Ja. Ungern. Oder ungern. Ja. Ungern. Aber ich kann nur allen Eltern raten, die Kinder früh mit in die Küche zu nehmen. Ja. Also meine haben schon immer gern geholfen. Mhm. Die sind schon immer da gesessen. Und wenn sie nur gerührt haben mhm. und gemacht haben mhm. oder ja, Kuchen gebacken miteinander. Das ist ja auch super. Also es ist einfach toll. Ja. Und irgendwann muss man dann einfach loslassen und sagen, so, okay, du stehst jetzt da alleine am Herd, ich gehe am besser raus. Mhm. Und sie kriegen es hin. Also es ist ja, echt erstaunlich. Man muss Kindern Verantwortung geben, sonst lernen sie es nicht. Ja, man hat natürlich schon immer so ein bisschen... Ja, aber du siehst ja, das klappt wunderbar. Ja, ja. Das stimmt. So, jetzt brauche ich einen Schneebesen. Mhm. Ich schaue mal wieder nach deinen Zwiebeln. Ja, das ist lieb, danke schön. Und dann die Eier einfach mal gut aufschlagen. Und dann kommen da 125 Gramm Mehl dazu. Mhm. Wann kam bei dir so die Leidenschaft fürs Kochen? War das, du hast ja gesagt, deine Kinder sind schon sehr gerne in der Küche mit dabei. War das bei dir auch schon in der Kindheit, dass du bei deinen Eltern oder bei deiner Mutter wahrscheinlich mit in der Küche warst? Nein. Nein? Nein. Meine Mutter war eine Küchenpatriarchin. Das war ihr Reich. Das mhm. ist es heute noch. Aha. Also wir dürfen in die Küche bei der Mama nur zu... Reinschauen, Hallo sagen, wieder gehen. Ja. Bitte. Mhm. Also wir durften als Kinder dann abspülen, abtrocknen, diese Sachen. Mhm. Aber das Kochen, wir haben immer zuschauen dürfen. Ja. Also das, um ja. Gottes Willen, mhm. ich bin immer bei meiner Mutter in der Küche gesessen. Mhm. Aber so mitmachen, da war auch meine Mutter sehr ängstlich. Mhm. Also das okay. ist auch einfach noch, mhm. einfach noch eine andere Generation. Ja. Ja. Sind da einfach noch ängstlicher.
gewesen. Und dann war ich aber in Mailand als Au-pair. Ah, und da hatte ich eine Au-pair-Mama, mit der ich immer gekocht habe. Und die hat sehr gut gekocht. Und meine erste Küche, die ich eigentlich gelernt habe zu kochen, war die italienische Küche. Es gibt schlechtere. Ja. Es gibt schlechtere. Und das ist auch noch so privat meine Passion. Ach, schön. Also. Toll. Ich habe dann da auch noch 4 Jahre gelebt. Also von daher, 4 Jahre in Italien. Ja. Toll. Ja, war schön. Ja, das glaube ich. Und vor allem das Wetter in Italien ist ja dann doch ein bisschen ein anderes als in Oberstdorf. Ja, ja, wobei Mailand dann 38 Grad und 80% Luftfeuchtigkeit, dann ist Oberstdorf mit 26 Grad zwischen. Und so eine schöne knackige Luft haben wir ja dann auch. Gell? Okay. Sehr schön. Kein Heimweh nach Mailand. Ein Teil meines Herzens ist immer in Mailand geblieben, wird auch dort bleiben. Ich bin mit 19 runter, mit 24 wieder rauf. Das sind auch so die wilden Jahre, die man da hat. Ja. Die sind unvergesslich. Die möchte ich auch keine Sekunde mal missen. Aber ich bin jetzt froh, dass ich da bin, wo ich bin. Ich bin auch froh, dass du da bist. Sonst könnten wir nicht zusammen kochen. Oder ich wäre zu dir nach Mailand gekommen. Mit auch dem gesamten schön. Team. Ja, das hätten dann hätten wir auch vielleicht auch so Buko mit Bier gemacht oder so. So, jetzt schaue ich noch mal kurz nach den Zwiebeln. Was der Zwiebelsuppe immer gut tut, ist ein Lorbeerblatt. Ein Lorbeerblattl, sagt der Herr Schubeck. Das kannte die auch, wenn ich wollte. Das konntest du auch, gell? Ja, ich war ja 15 Jahre in München und Umgebung, bevor ich dann wieder hierher kam. Ja. Von daher, gell, das ist mir jetzt auch nicht das so fremd. Das verstehe ich. Ja, freilich, du gehörst, du, wir kennen das auch. Du musst so, was brauchen wir so ist. Ja, dann Käse und die Zwiebeln. Wenn du kannst, das noch besser wie ich. Ja, Mann. Okay. So, zurück. Lass mal köcheln. Ja. Für die Apfelküche nehme ich den Weizen. Ja. So muss es klingen. Genau. So. Wie viel davon brauchst du? Circa 125. Und jetzt muss man da langsam, aber sicher einen schönen geschmeidigen Teig draus wursteln. Probierst du denn auch gerne aus, was so neue Gerichte betrifft? Ja, ich bin die für die Experimente zuständig ist. Ich gucke wahnsinnig gern Kochsendungen. Wir haben mehr Kochbücher wie weiß ich nicht was zu Hause. Also, und da wird immer, aber ich bin keine Nachkocherin. Also ich schaue mir was an und dann denke ich mir, ja, aber. Ich mache es anders. Und dann probiere ich rum, bis ich meine, dass es für mich lecker ist. Also ich lasse mich da schon inspirieren. Ja. Oder auch wenn wir mal woanders essen sind und denke mal, oh ja, coole Idee, aber. Probieren wir mal. Okay. Und dann serviere ich das meiner Familie und dann sagt mein Mann oft, oh, cool. Und dann überlegt er wiederum oder mit mir zusammen, wie können wir das für die Wirtschaft umsetzen. Ja, ja. Und so ist schon manches Gericht von oben nach unten gewandert. Das ist doch ideal. Ja. Ja. Das ist doch super. Also das heißt, da wo die Wirtschaft ist, das ist ja im Herzen Oberstdorfs, da wohnt ihr auch. Ja. Ihr lebt drüber. Wir leben drüber. Das heißt, ganz nah am Arbeitsplatz. Ja. Ist das schön oder ist das manchmal auch eine Belastung? Weil oft hat man, also man will ja auch mal abschalten vom Arbeitsalltag. Wenn jetzt die Wirtschaft so nah ist, gelingt dir das gut? Also es ist manchmal schwierig, weil man natürlich die Arbeit mit raufnimmt. Mhm. Auf der anderen Seite ist es der Vorteil, ich sage, wenn ich unten bin zum Beispiel und die Kinder sind oben, dann ist es auch nicht anders wie eine Familie, die in einem Reihenhaus ist und die Kinder spielen oben im Kinderzimmer und die Mutter ist unten in der Küche. Ja. Ist bei uns nicht anders. Ja. Die Kinder sind jederzeit, ich bin jederzeit greifbar und umgekehrt. Wenn unten mal nicht so viel los ist, kann ich auch sagen, Leute, das wuppt ihr alleine, ich bin jetzt wieder oben. Okay. Also das ist, es hat mehr Vorteile als Nachteile. Man muss sich schon dann zwingen und sagen, gerade wenn man dann zum
Essen zusammensitzen. Wir versuchen immer dann um zwei, wenn unten das gröbste Mittagsgeschäft rum ist, dass wir dann oben gemeinsam essen. Da müssen wir dann schon schauen, mein Mann und ich, dass wir sagen, so, Geschäft ist jetzt unten und jetzt sind die Kinder und jetzt sind wir Familie. Ja, glaube ich, dass das oft nicht so ganz einfach aber ist. Aber das geht. Ja. Das kriegt man hin. Ja. So, der Teig ist fertig. Ja. Den können wir jetzt auch erstmal auf die Seite stellen. Der darf ruhig ein bisschen stehen. Das tut dem gut. Für die Zwiebelsuppe brauchen wir noch ein Baguette. Ein Baguette mit, was machst du mit dem Baguette? Und zwar wird das Baguette in der Pfanne mit, ich sag's ungern, Butter geröstet. Du, mich haut hier nichts mehr um, was Butter betrifft. Von daher, jetzt schaue ich nur, dass ich das Brett einmal ein bisschen, dass mir am Baguette nicht den Teig habe. Ich rühre mal wieder die Zwiebeln um. Dankeschön. Mit Lorbeerblattl. Ja. Ob man das jetzt hier ist, ein Dinkelbaguette, ob man da ein helles Baguette nimmt, ob man... Das ist Geschmackssache. Ja. Es gibt auch Leute, die machen es mit dem Toastbrot, dann sticht man das aus und nimmt Toastbrot. Das ist definitiv Geschmackssache. Aber da wir ja ein bisschen eine deftigere Version der Zwiebelsuppe machen, passt in dem Fall das kräftige Brot ganz gut. So, dann brauchen wir dafür die Pfanne. Das heißt, es wird jetzt angeröstet? Ja. Ich glaube, wenn man fragt, was ist das Wort, das in dieser Sendung am häufigsten fällt? Butter. Ich glaube, wenn Butter, kann man immer sofort Bingo schreien. Bing, bing, bing. Butter, 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 Butter. Ja, Butter. Wir müssten vielleicht am Jahresende mal so einen Zusammenschnitt machen von allen Sendungen. Nur das Wort Butter. Kriegen wir auch eine Sendung voll. Aber es geht ja noch jetzt. Ja. Ja. Butter ist einfach, ja, ist ein unwahrscheinlich schöner Geschmacksträger. Ja, unbedingt. Und man sieht jetzt schon, die Zwiebel, die wird weicher, aber sie ist noch nicht, ein bisschen müssen wir ihr noch geben, ein bisschen Zeit braucht sie noch, dass sie wirklich diesen schönen Geschmack uns die Zeit gibt. Nehmen wir uns. So, ich brauche jetzt nur die mache ich dir zu. Weil die Baguette-Scheiben, wenn fertig sind, kommt reibe Knoblauch. Ich mit Knoblauch ab. Ah, fein. Knoblauch ist ja aus der italienischen Küche, über die wir vorhin gesprochen haben, gar nicht wegzudenken, oder? Nein. Nein. Also ich persönlich koche viel mit Knoblauch. Natürlich muss man immer ein bisschen aufpassen, wen man am nächsten Tag trifft. Aber ja, aber ich koche auch viel mit Knoblauch. Ich meine, ich finde es halt sehr lecker. Es ist ja auch gesund. Ja. Ja. Aber in der Tat muss man schauen, was man am nächsten Tag vorhat oder am gleichen Abend noch vorhat. Ja. Und wenn, dann muss man die anderen auch überreden, Knoblauch zu essen. Dann halten es alle besser dann aus. Dann geht es besser, ja. Habt ihr denn als Familie, wie soll ich sagen, genug Freizeit ist eine doofe Frage, weil wenn man in der Gastronomie tätig ist, hat man laufend zu tun. Und ihr habt ja, glaube ich, einen Ruhetag. Einen Ruhetag, ja. Aber das heißt, wenn ihr Freizeit habt, wie verbringt ihr die miteinander? Also wir haben seit 2 Jahren durch unseren Sohn das Golfspielen für uns entdeckt. Das Golfspielen? Ja. Ich hatte übers Golfspielen eine sehr, ich würde mal sagen, so eine klassische Meinung übers Golfspielen. Und mein Sohn fing an. Der kam durch die Schule. Die haben Schulgolf angeboten. Schulgolf? Ja. Geht der in Oberstdorf zur Schule? Ja. Ich war auch in Oberstdorf in der Schule, da gab es noch kein Schulgolf. Wir waren noch ganz normal auf dem Sportplatz. Wir mussten die 400-Meter-Bahn abrennen.
Wir waren in der Schwimmhalle, die es dann, glaube ich, an der Hauptschule oder so gab. Aber von Golf war da überhaupt keine Rede. Das ist ja super. Sie, heute auch noch. Okay. Dieses Golf, das wird vom Golfclub und der Schule, das ist ein Gemeinschaftsprojekt, angeboten. Und da wird einer gewissen Anzahl an Kindern, das ist gegenüber ein Auswahlverfahren, ein Losverfahren durften die Kinder, und weil alle dachten, sie kommen eh nicht, werden eh nicht genommen, weil es ja Losverfahren, haben sich bei mein Sohn da war, so wenig gemeldet, dass genau die 11 Kinder, die sich gemeldet haben, auch zum Golf spielen durften. Das ist super. Und dann hat ihm eben das so Spaß gemacht, hat dann aber mit seinem Fußballtraining kollidiert und dann war Fußball eigentlich viel wichtiger. Und dann waren wir aber mal im Urlaub und da konnte er dann noch mal reinschnuppern, und wie er dann nach Hause kam, hat er gesagt, Fußballtraining am Freitag ist mir wurscht, ich gehe jetzt ins Golf. Und dann hat er da angefangen, und ich habe ja gesagt, dass wir das Kind noch mit Down-Syndrom haben. Jetzt darf ich mal kurz den Löffel haben. Danke. Und der ist dort so herzlich aufgenommen worden. Und dann haben sie gesagt, komm, schick den doch auch ins Training. Und ja, und dann habe ich meinem Mann einen Platzreifekurs geschenkt. Und dann hat er gesagt, das ist schön, den mache ich gerne, aber den mache ich nur, wenn du ihn auch machst. Ah. Und somit waren wir alle verhaftet. Das heißt, ihr spielt alle Golf? Wir spielen alle Golf. Und das Schöne ist, dass wir das eben alle zusammen machen können. Ja, das ist doch super. Das ist, weil Skifahren geht mein Mann nicht, weil er sagt, wenn er verunfallt, sich verletzt, dann fällt er einfach in der Küche aus. Das können wir uns definitiv nicht leisten. Oder es wäre... Wenn er sich den Haxen bricht, gibt es keine Haxen in der Küche. Genau. Es wäre einfach schwierig. Und Radfahren, da kommt dann unser Alexander nicht dem anderen hinterher. Ja, also, und das ist so, ja, das können wir gemeinsam machen. Das ist wurscht, wie gut der eine und wie schlecht der andere ist, weil unser Matthias ist da sehr gut. Und dann müssen wir ein bisschen auf die Mama warten, die nicht so gut ist. Aber wir sind trotzdem zusammen. Ja. Und ich glaube ja auch, das ist auch nur ein Klischee, wenn man sagt, Golf kann man nur bei schönem Wetter spielen, sondern... Nein, das ist ein... Da hat man nur die falsche Ausrüstung dran. Ja, genau. Also wir haben auch schon Golf gespielt, da ist uns am Schluss wirklich das Wasser hier oben rein und unten wieder raus. Und wir haben eine Gesamttrocknung gebraucht hinterher. Aber das ist halt ein Draußensport. Ja. Ja, und toll. Und ich glaube, du bist ja auch im Golfclub engagiert. Ja. Ehrenamtlich. Ich bin ziemlich spontan zur Jugendwartin geworden. Das heißt, du hast die Nachwuchsarbeit bei dir dann in deiner Verantwortung. Ja. Macht sehr viel Spaß. Ich habe Gott sei Dank einen tollen Trainer, der meine Jugend trainiert, weil von mir würden sie es nicht so gut lernen, weil ich ja selber erst 2 Jahre spiele. Aber als Jugendwartin ist vor allen Dingen das Organisatorische, dass die Kinder eben ihr Training haben und dass man auf Turniere mit ihnen fährt und dass man das alles macht. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Schön, toll. Und das Schöne ist beim Golfspielen, der Kopf wird wieder frei. Weil man ist konzentriert auf seinen nächsten Schlag oder den Schlag, den man macht. Das heißt, man ist mit dem Kopf weg und man ist gleichzeitig in Bewegung und an der frischen Luft. Also tut unwahrscheinlich gut. Ja. Ich habe auch mal so einen Schnupperkurs in Germering gemacht. Da gibt es ja auch einen Golfplatz. Ja. Ich fand es auch richtig toll, aber ich habe ja einen Hund und habe mir gedacht, Mensch, also wenn ich jetzt einen Hund habe und dann in meiner Freizeit golfen gehe und der Hund kann dann nicht mit auf den Golfplatz. Es und habe mich Golfplätze in Steibis, in Steibis zum Beispiel darf man den Hund mitbringen. Genau. Aber ich gehe wahnsinnig gerne in die Berge und habe das noch für mich. Das ist noch meine Prio 1 mit Hund. Golfen vielleicht später irgendwann mal. Wir haben auch 2 Hunde. Ihr habt auch 2 Hunde? Ja. Was habt ihr für Hunde? Berner Senn. Oh, toll. Große Hunde. Jetzt muss ich leider zum Kochen zurück. Bitte. Mit dir kann man so viel raten. Die Zwiebeln sind jetzt so, dass ich Bier dazu tun könnte. Ja, super. Dann mach das. Und zwar nehme ich da den Steinbock. Ja. Weil der, ein helles wäre mir jetzt zu herb oder ein Pilz. Und der Steinbock, der bringt so... Das Kräftige, aber eben nicht zu herbe mit sich. Du hast es drauf, die Flaschen zu öffnen. Ich merke das schon. Brauche ich ungefähr eine halbe Flasche. Also ein Viertel Liter. Gießen wir da an.
Ja, Schluckele darf es noch. Ja. So. Ja, eure Brauereigaststätte hat ja, glaube ich, auch eine ganz lange Tradition mit dem Allgäuer Brauhaus. Ja. Seit 1937, glaube ich, ist es. Das heißt, da besteht schon immer eine ganz enge Verbindung. Ja. Ja. So, und jetzt ist es, heißt es wieder abwarten, weil auch das muss einkochen, damit nur noch am Schluss der Geschmack bleibt. Mhm. Also die Flüssigkeit an sich muss fast weg sein. Jetzt können wir es aber ein bisschen höher drehen. So, das Brot, wenn es dann so eine schöne Färbung hat und ein schön knusprig ist, ist das dann auch soweit. Wenn ich noch ein Tellerchen haben könnte, wo man das drauf markieren könnten, dann wäre das lieb. Selbstverständlich. Nee, das reicht dir nicht, glaube ich, gell? Doch, weil ja? Die können wir, okay. Die dürfen wir auch überlappend legen. Die tun sich nicht weh. Also das Brot, das ist jetzt hier so ein bisschen knusprig und dann kann man einfach mit der Knoblauchzehe so einen Hauch drüber. Das muss jetzt nicht, da muss man jetzt nicht die ganze Zehe verarbeiten. Das ja. ist einfach nur so ein bisschen. Für den Geschmack. Für den Geschmack, ja. Genau. Könnte man das jetzt genauso mit Olivenöl eigentlich machen, wenn jemand sagt, ich will keine Butter? In dem Fall mit den Zwiebeln und dem Olivenöl, ich glaube, dass das Olivenöl zu intensiv wird. Passt dann vom, nicht. Vom Geschmack. Dass das fürs Brot, ja, die Zwiebeln jetzt... Nee, dann nicht. Nee, ich meinte jetzt wirklich fürs Brot das, nur. Okay. Das geht, ja. Ja. Aber bei der Zwiebelsuppe... Na, also die Menge Olivenöl da drin... Nicht. Nein, vor allen Dingen dann bäckt die ja mehr. Ja. Also durch die Butter dünstet es mehr. Mhm. Deswegen darf man es auch nicht zu hoch machen, dass die Butter nicht verbrennt. So, wenn das dann so, ja, so diesen Status erreicht hat, dass es so Bläschen wirft, dann kann man es mit einer schönen Fleischbrühe und wenn man jetzt Vegetarier ist, einfach mit einer geschmackigen Gemüsebrühe aufgießen. Also hier sind wir auch flexibel. Ja. Hier kann man genauso für den Vegetarier arbeiten wie für die anderen. Ja, vegan ist es nicht mehr durch die Butter. Nein, vegan ist es nicht mehr. Kriegen aber wir heute also nicht hin. Wie ist es für Vegetarier bei euch dann im Wilde Mändle? Weil wir hatten ja vorher Ente, Haxe, Schweinebraten. Ja. Das fällt ja raus. Den Salat hatten wir. Also wir haben Kässpätzle. Es gibt bei uns Krautspätzle. Die machen wir extra ohne Speck, damit wir eben das. Wir haben Salate. Mein Mann versucht auch immer ein veganes Gericht auf der Karte zu haben. Wir hatten zum Beispiel ein Kichererbsen-Süßkartoffel-Curry jetzt erst auf der Karte. Mhm. Also wir versuchen schon auch diese... auf die Bedürfnisse einzugehen. Ja. Wir hatten auch schon vegane Desserts und also wir versuchen da schon auch den Leuten gerecht zu werden. Ja, fein. Wie machen wir weiter jetzt? Jetzt nehmen wir eine Fleischbrühe, die schon vorbereitet, das brauchen wir jetzt nicht zeigen, und die gießen wir einfach an. Da brauche ich nicht alle, ungefähr einen Liter. So. Und dann muss das jetzt einfach nochmal warm werden. Und während das hier vor sich hin brutzelt, da tue ich das jetzt nur auf die andere Herdplatte, dass wir hier vorne die Sabayon machen können. Mhm. Und das darf da hinten vor sich hin. So. Für die Sabayon brauche ich einen Topf mit Wasser. Wasser ist ganz wichtig. So.
und die davor aufgeschlagenen, getrennten Eier. Ja. Ja, aufgeschlagen wird jetzt wahrscheinlich gleich ganz viel. Jetzt mache ich den noch mal kurz sauber, weil da ja unser Teig dran ist. Bei der Sauvignon ist es jetzt, sind ein paar Dinge zu beachten. Das Wasser darf nur so warm werden, dass mir das hier nicht gerinnt. Mhm. Beziehungsweise dass kein Rührei anbrennt. Gibt. Ja. Genau, dass es kein Rührei gibt. Das ist ein bisschen herdabhängig. Mhm. Aber da kennt jede Hausfrau ihren Herd. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, machen Sie ihn auf mittlere Temperatur, machen Sie ihn auf 7, machen Sie ihn auf 6, machen Sie ihn auf 4. Okay. Das muss man. Das heißt, das Wasser darf nicht kochen? Es darf nicht kochen. Mhm. Also es muss schon heiß sein, aber es sollte nicht kochen. Wenn das mal passiert, kann man auch die Schüssel kurz anheben, mal weg. Und okay. Man muss da ein bisschen gucken. Für die Sauvignon, die wird ja im klassischen Fall mit Marsala, einem italienischen Süßwein, aufgegossen. Das machen wir nicht. Wir nicht. Du hast was anderes mitgebracht. Ich habe was anderes mitgebracht, und zwar einen Bierlikör. Den Bierlikör habe ich, wenn du mir mal die Flasche geben willst, ja, genau. Mit dem Dunkelbier vom Allgäuer Brauhaus gemacht. Mhm. Und zwar nimmt man das Dunkelbier, erwärmt es mit Zucker und tut das Ganze dann mit Korn oder Wodka verlängern. Bisschen verlängern. Individuell verlängern. Und dann kann man mit Gewürzen arbeiten. Ah. Man kann Vanille dran tun, man kann Zimt dran tun. Mhm. Da rate ich eben so ein bisschen zu experimentieren, was einem selber am besten mundet. Ich jetzt für die Sauvignon habe mit Vanille gearbeitet. Okay. Wenn jetzt unsere Zuschauer das zu Hause nachkochen, wovon ich natürlich ausgehe, und die haben jetzt kein Bierlikör gemacht, das heißt, die nehmen dann Marsala, oder was würdest du noch empfehlen als Alternative? Es geht jeder Süßwein. Mhm. Also kann man dafür nehmen. Mhm. Man kann es auch mit einem Art Jagdbitter machen. Also auch also da einfach ausprobieren? Okay. Also man kann da schon experimentieren. Okay. Man muss da nicht so stur auf Sauvignon ist immer nur mit Marsala. Nein. Mhm. Mhm. Also einfach ausprobieren. Und wenn man mit dem Bierlikör nicht kocht, kann man auch trinken? Den kann man auch trinken. Deswegen habe ich ein bisschen mehr mitgebracht. Ja, den du kann man dürfte gerade reichen. Für heute dürfte es gerade reichen, die Menge. Ja. Da brauche ich dann wieder. Mhm. Da ploppt es jetzt natürlich nicht. Nee, da ist nicht so viel Dampf dahinter. Da kann ich mir noch so viel Mühe geben. Aber da ploppt es nicht. Keine Angst, ich setze nicht an. Du kannst auch ansetzen. Aber es riecht, riecht fein, ganz fein. Machst du das dann auch öfter? So Liköre oft selber? Ja, wir machen auch unseren, also ich mach 90 Liter Holunder-Sirup zum Beispiel. Was für eine Arbeit. Ja. Ja. Ist es. Aber das machen wir alles selber. Ja. Wir haben einen eigenen Holunderbaum im Biergarten stehen. Super. Mhm. Und der wird jetzt dann die nächsten Tage, wird der etwas entblütet. Ja. Und dann wird Holunder-Sirup gemacht. Also wir versuchen schon viel auch selber zu machen. Super. Toll. Wir haben zum Beispiel auch einen Brauhausspritz. Einen Brauhausspritz? Ja. Was muss ich mir darunter vorstellen? Das ist Aperol und der wird mit Weißbier aufgegossen. Schmeckt super lecker. Und dann auch eiskalt? Oder wie ist da die Temperatur? Ja. Ja? Das muss ich mal ausprobieren. Schmeckt super lecker. Mhm. Also mit dem Bier vom Allgäuer Brauhaus bitte nur mit dem. Nur mit dem, da kann man einiges machen. Also es ist ein sehr beliebter Aperitif bei uns. Mhm. Das glaube ich. Ist ganz spritzig, schmeckt richtig gut. Ja. Also ich bin jetzt mutig, muss jetzt mal wieder ein bisschen runtergehen. Ich bin bei dir, Susanne, ich stehe dir zur Seite. So, und jetzt ist es... jetzt geht's dahin. Jetzt geht's dahin. So, du bist hier am Werkeln. Ja,
Den brauche ich noch nicht. Ach so, aber wenn ich bitte den Zucker haben den könnte. Den kriegst du auch von mir. Das ist lieb, danke schön. So. Da darfst du mir, wenn du möchtest, fünf Esslöffel. Fünf bitte. Esslöffel. Also ich gehe nur hier gerade mal an die Schublade, ja, damit da auch ja nichts schief geht. Fünf waren es. Mhm. Ja, dann gucken, was passiert. Ja, nichts passiert. Zwei. Drei. Vier. Et voilà. Wunderbar. So. Sieht doch gut aus. So, und der Profikoch, mein Mann würde jetzt sagen, du musst eine 8 schlagen. Ja. Ich bin die Grundschlägerin. Ja. Wichtig ist ja nur, was am Ende rauskommt. Ja, genau. Und das ist jetzt einfach Geduld. Wenn man denkt, es passiert überhaupt nie was und auf einmal wird's. Mhm. Immer mal die Schüssel hoch, okay, kontrollieren, tut sich da beim Wasser zu viel. Wie häufig geht sowas schief? Also, oder sagen wir mal so Küchenpannen? Meinem Mann nie. Tatsächlich? Also der, was der Hollandaise aufschlagen, Sabayon aufschlagen, das kann der im Schlaf. Ja. Bei mir geht sowas schon mal schief. Ach ja. Dann muss man es halt einfach nochmal machen, oder? Ja. Weil retten kann man es dann, glaube ich, nicht Nein, mehr. Nein, das können sie nicht retten. Das ist einfach dann, das war's dann. Aber es sieht super aus, oder? So? Ja. Es kommt hin. Also ist aber auch körperlich anstrengend. Ja, man kriegt Oberarmmuskulatur. Das kommt dir aber beim Golfen wieder zugute. Genau. Also in der Küche Workout für die Freizeit. Aber man merkt jetzt schon, es wird. Es wird. Ja. So, und jetzt müssen wir ganz jetzt den Likör. Langsam, schlückchenweise den Likör dazu. Brauchst du mir das zu? Ja, absolut. Du schreist, wenn ich irgendwas falsch mache. Du machst das. Ja? Ja, klar. So, trällert hinten schon raus. Alles gut. Der gute Likör. Ja, nur wenn man gute Zutaten nimmt, kann auch was Gutes rauskommen. Noch mehr? Ja, ein bisschen geht noch. Dankeschön. Schau mal, jetzt habe ich hier so rumgesaut. Moment, gleich wieder, weil ich kenne diese Herde, diese Kontaktherde, die lieben, dass kein Flüssigkeit draufkommt. Und hier. Was brauchst du? Ich weiß nicht, ob die Herdplatte da drüben, ob die was tut. Ja, doch, sie tut doch, was. Doch, sie tut was. Normalerweise hätte ich dich jetzt gebeten, ob du mir einen Apfel schälen kannst, aber das machen wir lieber nicht, gell? Ich kann es probieren, du. Ich kann es probieren. Aber ich möchte nicht, dass du deinen Arzt... Ach, um Gottes Willen. In der letzten oberen habe ich was. Ja, da habe ich mal was vorbereitet. Ach, da ist ein Schutz drauf. Schon wieder die nächste Gefahr für die Frau Vogt. Ich will nicht schuld sein. Also die Sabayon, die sieht schon richtig gut aus. In der Zwischenzeit habe ich den Apfel geschält. Super, vielen herzlichen Dank. Für die Apfelküchle, ja gerne. Ich hoffe, ich kriege keinen Ärger mit deinem Doktor. No. So, jetzt müssen wir die runternehmen. Und dann rührt man die noch ein bisschen kalt. Dass die sich nicht absetzt. Ah, okay. Das kann sonst passieren, dass das Eigelb sich noch mal unten absetzt. Mhm. Deswegen rühre ich die immer noch mal weiter kalt. Mhm. Das kann man aber so in Etappen machen. Ah. Also jetzt mal stehen lassen. Okay. So, Bierlikör hatten wir. Ja. So, dann nehmen wir jetzt den Apfel. Und jetzt habe ich noch da in der Schublade, müsste noch ein Ausstecher sein. Bitteschön. Dann hauen wir da das Kernhaus raus. So.
Und dann machen wir den Apfel in gleichmäßige Scheiben. Welche Sorte Apfel man nimmt, ist da auch egal, oder? Gibt es da Präferenzen? Ja, es gibt Leute, die sagen, das darf nur der Apfel sein oder der Apfel. Aber ich sage, nehmen Sie bitte den Apfel, der Ihnen schmeckt. Es nützt ja nicht, dass ich jetzt sage, das muss ein Boskop sein, den Sie aber auch nicht immer kriegen. Ja. Ich habe jetzt heute Breburn genommen, weil die so eine sehr gute Balance zwischen Säure und Süße haben. Aber im Endeffekt, wenn man auf einen schönen sauren Apfel steht, dann kann man genauso einen Granny Smith nehmen. Okay. Ich würde jetzt keinen zu süßen nehmen, weil ich habe die süße Sabayon und so ein bisschen einen Kontrast sollte schon da sein. Wie gesagt, die einfach nochmal so ein bisschen kalt rühren. So, dann brauche ich nochmal meine Pfanne. Weil es geht ja noch darum, dass wir die Apfelküchle ausbacken. Genau. Da ist dein Teig, den du vorhin gemacht hast. Ja. Genau. Der ist ganz glatt, wunderbar. Und Butterschmalz. Ausbacken, blöd. Nehmen wir Butterschmalz. Na klar. Man kann auch Rapsöl nehmen. Ja. Überhaupt kein Thema. Hauptsache Fett. Butterschmalz hat halt nochmal den bisschen feineren Geschmack. Ja. Aber wie gesagt, mit Rapsöl genauso fein. Auch jetzt hier kein Olivenöl. Nee, das würde nicht schmecken. Macht sich nicht so gut. Nee. Ich meine, dass man sowas nicht allzu häufig macht, ist eigentlich klar. Sonst schreien mal die Cholesterinwerte Alarm. Sonst gucken Sie so aus der Hausarzt, wie ich. Der jetzt hört. Ich habe schon mal in einer der letzten Sendungen gesagt, man muss das positiv sehen, es ist alles erotische Nutzfläche. Gell? Genau. Deswegen das ist lieber ein bisschen mehr davon als zu wenig. Sagt mein Mann so auch. Siehst du? Also, alles gut. So. Achso, du bist nicht aus. Du hast nur gemeint, die Pfanne ist weg, du magst mich nicht mehr. So. Also das muss jetzt schon. Das muss richtig heiß sein, werden, oder? Wenn man es reintut, aber dann schon auch wieder runterregeln, weil ich will ja nicht den Teig verbrannt und den Apfel innen noch knochenhart. Der Apfel soll ja auch ein bisschen weich werden. Ja. So, die werden dann da eingetaucht. Ja. Sie mal alle vier gleich ein. Dann ich komm dir entgegen. Und dann. So. Jetzt nah genug hin, aber nicht den Topf verbrennen. Das hatte ich schon auch schon, dass man dann hier so die Dülle in der Schüssel hat, weil man zu nah an die heiße Pfanne ist. Verlust hast immer. Ja. So. Darf noch ein bisschen mehr sein, gell? Hätte noch. Wir warten mit dem zweiten. Ja. Noch ein bisschen. Ah, jetzt kommt's. Jetzt ist gut. Okay. So. Also es ist ja ein einfaches Gericht auf den ersten Blick, aber es sind ganz schön viele Arbeitsschritte, bis man soweit ist, gell? Viele Schüsselchen, viele Zutaten auch und einfach viele Arbeitsschritte. Wenn man alles eben frisch macht. So, Sabayon hält. Wunderbar. Dann können wir anfangen, während die hier brutzeln, schon mal mit der Suppe weitermachen. Mit der Suppe weitermachen. Okay, und wir haben ja hier auch noch das Brot. Das ist noch gut so das alles. Das muss da einfach noch so bleiben. Ich bräuchte jetzt eine Zitrone. Und eine Bio-Zitrone. Und dann haben wir da in der rechten Schublade einen Reibe. Genau.
hier benutze ich die Schale, also Bio-Zitrone und trotzdem einmal auf heiß abwaschen. Ja. Und dann kommt in die Suppe die Zitrone. Das gibt dem Ganzen ein bisschen Frische und unterstützt wiederum das Bier. Ja. Das gibt dem Bier wieder. Sonst wird es zu schwer. Zu schwer. Du, ich habe ja gesehen, was da an Butter drin ist. Da kann ein bisschen Frische der Zitrone sicherlich nicht schaden. Genau. Jetzt muss man hier aufpassen. Aber ich glaube, von der Temperatur, das passt. Jetzt brauchen wir eine Schüssel. Und jetzt sind wir die Suppe. Und jetzt brauchen wir eine Suppenkelle und geben. Ich bin jetzt wirklich sehr, sehr gespannt, wie die nachher schmeckt. So. Mhm. Zwischendrin. Drehen wir unsere Apfelküche. Bist du zufrieden? Gehört es so? Ja, okay. Die dürfen dann nachher nochmal auf die Seite, aber die sollen auch rundherum. Mhm. So. Jetzt legt man hier die Brotscheiben drauf. Und dann kommt erst der Käse. Und jetzt kommt etwas, was nicht typisch ist für eine Zwiebelsuppe, aber das ist schon das Bier nicht. Also von daher sind wir einfach untypisch. Ja. Jetzt nehme ich nur ein... Brauchst du eine Schüssel? Schüsselchen, damit wir das Eiweiß nicht verschwenden. Okay. Das kann man ja dann später noch nutzen. Und jetzt geben wir hier noch ein Eigelb drauf. Ein Eigelb kommt da noch drauf. Das ist jetzt aber wirklich ein bisschen abgefahren hier, was du machst. Ja, ich weiß. So, und damit uns das nicht ab, tun wir noch die dritte Scheibe Brot drauf. Und jetzt nehme ich einen Bergkäse. Bergkäse ist eine eigene Philosophie im Allgäu, deswegen nimmt da bitte jeder den, den er am liebsten mag. Ja. Wir nehmen einen Oberstdorfer. Na klar. Der kommt da drüber. Der kommt da drüber. Und dann kommt das Ganze in den Ofen. In den Ofen. Den wir schon vorgeheizt haben. Achtung, heiß. Und zwar auf Grillfunktion. Ja. Und das Ganze wird gratiniert. Das heißt, da kommt jetzt dann noch ein Spiegelei mit raus. Ja, genau. Nein, das Ei sollte nicht stocken. Dann haben wir es zu lang drin gelassen. Okay. So, die Apfelküche. Das ist ja raffiniert. Langsam aber sicher die richtige Farbe. Das heißt, die Variation mit dem Ei ist auch so eine Idee von dir? Ja, ja, genau. Okay, dann bin ich sehr gespannt, wie das nachher schmeckt. Wie sieht's aus? Von den Arbeitsschritten sind wir soweit durch. Wir kommen jetzt dann zum Anrichten. Zum Anrichten, ja. Wenn wir zum Anrichten kommen, Susanne, dann heißt es für uns immer hier ein bisschen aufzuräumen, hübsch zu machen, kurz in die Werbung zu gehen. Und ich freue mich, wenn Sie nachher wieder mit dabei sind. Bis gleich. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leid. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier, unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. Hallo liebe Zuschauer, willkommen in der Allgäuer Küchenwelt. Ich bin Alexandra Kochems, Mitinhaberin dieses Familienunternehmens. Ich habe hier eine schöne Ausstellungsküche der Marke Brigitte mit einer Holzstrukturarbeitsplatte namens Atacama. Inklusive in dieser Einbauküche haben wir hier eine hochwertige Edelstahlspüle mit Wasserhahn, einem Herd und einem Kochfeld und einer Dunsthaube, die Sie sich dazu dann selber aussuchen können in einer Standardweise.
Dies alles zusammen im Preis für 3.900 Euro zum Abholen. Ich habe allerdings noch eine andere Küche für Sie. Kommen Sie mit. Unsere zweite Küche für Sie im Abverkauf mit edlen Glasfronten, mit Lackhängeschränken, Designerhaube, Induktionskochfeld und Backofen. Kratz- und stoßfeste Keramikspüle mit Wasserhahn in Towerformat. Und damit Sie nicht von Hand spülen müssen, ist in dieser Küche noch eine Geschirrspülmaschine inklusive. Diese Küche zum Gesamtpreis von 4.500 Euro zum Abholen. Sollten Sie weitere Fragen haben, ich würde diese sehr gerne beantworten. Schauen Sie vorbei, Ihre Alexandra Kochims. Herzlich willkommen zurück hier bei Heimatschmankerl, so schmeckt das Allgäu. Wir sind dabei anzurichten. Es gibt eine super leckere Zwiebelsuppe. Es gibt tolle Apfelküchle, eine Zabayone und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt alles dann zusammen aussieht. Susanne, jetzt bist du dran. Du holst jetzt die Suppe aus dem Ofen. Ich hole jetzt die Suppe. Ja. Aufpassen bitte, das ist heiß. Also ja. Da muss man wirklich Tuch, Topflappen, wie auch immer, weil da können sie sich richtig verbrennen. Ich mach das zu, ich mach's zu, das ich mach's ist zu. Lieb. So. Und dann ist es so. Von das der Suppe sieht großartig aus. Schon eigentlich angerichtet. Ja. Das ist das Praktische. Das sieht wirklich toll aus. Mit dem Ei da drin auch noch. Verrückt. So noch nie gesehen. So. Apfelküchle? Ja. Lass mal ein bisschen abtropfen. Das heißt, die dürfen so hellbraun sein. Die müssen gar nicht weiter Farbe haben. Nein. Okay. Aber auch das kann man nach Belieben ja. Natürlich, wenn einer sagt, er mag es jetzt lieber ein bisschen bräuner. Kann er das natürlich selbstverständlich gerne machen. Ich bin diejenige, die immer so ein bisschen da vorsichtiger ist. So, und dann haben wir ja noch die liebevoll, geduldig aufgeschlagene Sabayon. Ja, und dann nimmt man dann einfach einen Löffel. Und Sie sehen, und die darf man jetzt da ruhig großzügig drüber verteilen. Du, das ist auch in Ordnung, wenn man die Apfelküchle dann vor lauter Sabayon nicht mehr sieht. Genau. Für mich ist das in Ordnung. Total. So. So. Dass der Löffel nicht versinkt. Und dann kann man das, damit das nicht so. Ein paar Brombeeren, ein paar Himbeeren dazu. Was man halt gerade, entweder was der Garten hergibt gerade an oder der Gemüsehändler gerade Schönes da hat. Ja. Kann man hier noch ein bisschen den Teller schick machen. Farbtupfer. Ja, wunderbar. Susanne, jetzt verrat uns noch mal, was wir hier haben. Also wir haben hier eine Zwiebelsuppe mit Steinbock. Vom Allgäuer Brauhaus gekocht, mit Baguette und Bergkäse gratiniert. Und hier haben wir Apfelküchel, die sind in einem Weißbier-Bierteig ausgebacken und eine Sabayon mit Bierlikör, der wiederum mit Dunkelbier hergestellt worden ist. Susanne, mehr Bier geht nicht. Ich habe mir Mühe gegeben. Mehr Bier geht nicht. Das ist unser Biermenü sozusagen. Mehr Spaß, als wir heute miteinander hatten, geht auch nicht. Ich danke dir, dass du ja, bei uns warst. Ich danke euch. Für dieses tolle Rezept. Vielen herzlichen Dank. Und liebe Zuschauer, Sie finden diese beiden Rezepte natürlich bei uns im Internet unter www.allgäu-tv.de. Wenn Sie mehr wissen wollen, auch über das Wilde Mändle, schauen Sie im Internet danach, fahren Sie nach Oberstdorf, besuchen Sie die Susanne und ihre Familie. Und wir freuen uns. Sie wissen ja, wenn Sie eine neue Küche suchen, dann muss Sie der Weg nach Durach führen in die Allgäuer Küchenwelt. Denn nur hier bekommen Sie die Küchen, mit denen Sie so tolle Gerichte zaubern können. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine gute Zeit. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke dir. Ich sag danke. Die Allgäuer Küchenwelt und das Allgäuer Brauhaus wünschen guten Appetit.